Hallo und herzlich willkommen beim Join Dota League Season 3 Spiel 2 in der Division 6 Germany 1. Schönes Ding gegen Gankets Back. So viel dazu und damit jetzt auch fertig. Diesmal über Broadcaster-Menü, Spectator, weil die netten Leute von Gankets Back keinen Broadcaster wollen. Warum auch immer, aber da Join Dota League ja keine Liga, kein Ticket-Game ist, kann man das ja nicht ändern. Gut. Wir haben Gankens Bank hatte, soweit ich das hier gesehen habe. Also schönes Ding, hat ihr letztes Spiel gegen Holy Sheep 2:0 gewonnen. Gankens Bank hat 1-1 gespielt und zwar gegen Everyone Gets a Lap Dance. So. Jo. Aber natürlich kann man da noch nicht so viel über die Stärken und Schwächen des Teams aussagen. Ich habe mir schon sagen gelassen, Gankens Bank spielt ein bisschen auf Morphling und. Morphling. Was laber ich hier für eine Scheiße? Faces Void. Und hatten noch hatten gegen EGL irgendwie eine Aggressive Flyline, die sie zerstört hat. Bin dann gespannt, ob wir Teile davon in diesem Spiel wiedersehen werden. Aber ich bin auch gespannt, was schönes Ding für Games oder für Strategien auspackt. Brewmaster Lycan, Invoker, Doom, nichts Besonderes. Und da sehen wir schon den Faces Void und Gankens Bank. Hatte EGL schon auch schon so gesagt, so ja, der Void ist wohl bei den Core. Von daher sehen wir diesmal eine Core-Strategy für Gankens Bank. Und mal schauen, ob schönes Ding da sagt, wie sie countern das gegen oder so mit einem Standard Skywrath Mage und einem Tide Hunter oder sowas. Oder ob sie dann auch eine eigene Strategie rausziehen. Ich habe aber so das Gefühl, dass hier ein Skywrath Tide kommt. Skywrath Mage. Dum, da, dum, dum. Dire Team Pick. Na komm, Tide. Na komm. Ja, ich bin ziemlich hundertprozentig sicher, dass es ein Tide ist, aber hey. Egal. Verdammt! Okay, Razor. Ja, ist jetzt mehr spezieller Konter gegen Void. Aber vielleicht will Gankens Bank den Faces Void auf der Solo-Lane tarnen und Tide hat er dann. In der Offlane oder sogar gegen Razor in der Mitte. Okay, sie gehen mit der offensichtlicheren Kombo mit dem Witch Doctor, der in der Krone mit dem Death Ward sehr gut funktioniert. Die Frage ist natürlich, man hat immer noch einen Skywrath Mage, wenn er gut steht, kann er entweder versuchen, die Krone zu silenzen, wenn er das nicht schafft. Kann er versuchen, Death Ward zu silenzen, aber auf jeden Fall hat die Mystic Flare als Ulti vom Skywrath Mage eine relativ hohe Reichweite und kann auf jeden Fall mal den Death Ward rein. Man kann auf jeden Fall mal den Witch Doctor eine schlechte Zeit bescheren, wenn er denn da stehen bleiben muss, um den Deathwatch zu channeln. Das ist auf jeden Fall ein komplettes Ulti, was der Witch Doctor machen kann. Es sollte nicht komplett ausreichen, um ihn zu töten. Aber zumindest ist viel Damage bekommen und da zumindest ein bisschen zu kontern. Andererseits, wenn viele Leute in der Krone stehen mit dem Deathwatch drin, ja, bringt es auch nicht mehr so viel, dass der Witch Doctor nur 2-3 Sekunden channelt. Das dürfte relativ fatal werden. Wieder so ein Positioning-Ding. Für schönes Ding. Wir müssen extrem aufpassen und Gankens Bank muss halt, ja, da muss halt da sein. Muss dann sehen, wenn sie die Option haben. Und muss dann halt auch goen, wenn da, wenn schönes Ding overcommitted, wenn sie overextenden, wenn sie schlecht stehen. Die Chronos müssen sitzen. Aber hey, in welchem Spiel ist es nicht so? Clockwork Silencer kommen hier raus, klar, Silencer, jetzt kommen wir gegen den Witch Doctor. Prinzipiell, wenn die Krone raus ist, kriegt Globus Silence an. Das ist raus, Clockwork hier. Ja, kann man machen, starker Offlaner. Und es ist vielleicht so ein bisschen Personal Favorite von denen. Schönes Ding macht die beiden Kombos mit AA und Death Prophet raus. Wobei halt auch ein bisschen Push auf der Strecke bleibt. Und AA... wollten sie nicht picken, haben den Wraith King gepickt. Ansonsten wäre das natürlich mit dem Cold Feed auch was gegen den Void. Aber da sie halt First Pick hatten und nicht picken wollten, haben sie halt gebannt. Weil, ja, Ulti in die Chrono ist natürlich auch immer nicht so toll.
Wraith Kings Gareth Mage, wahrscheinlich Wraith Kings Support. Wobei wir in der letzten Zeit auch öfters mal den Wraith King als Core sehen. Und daher mal gespannt, wie das in der Hinsicht kommt, ob wir hier was anderes sehen und ob es wieder halt wieder Support wird. Razor sollte bisher noch in der Mitte sein und Gareth Mage Support. Aber je nachdem, was da noch gepickt wird, kann man hier noch. Also eine Viper ist halt auch noch im Pool. Könnte unter Umständen stark werden, außerdem ist auch noch ein Tidehunter im Pool. Bin mal gespannt, ob eins von den beiden Teams die beiden Helden picken wird. Denn die sind doch so die quasi most picked im Pool. Centaur, okay. Gehen da doch mehr mit Tank. Haben auf jeden Fall dann die Mobilität, die sie dann auch im Teamfeld brauchen. Und der Cent kann immerhin auf die Leute springen, die außerhalb der Chrono sind. Und da zumindest abhalten, von in die Chrono rein den Void zu killen. Außerdem hat ein starker Laner. Und im Midgame halt auch stark, wenn der Void ein bisschen. Wenn der Damage halt noch ein bisschen fehlt. Und die vielleicht so durch das Midgame zu carryen mit Witch Doctor Cent. Denn mit dem Tidehunter, Razor, Sky of Mage sind das schönes Ding noch im Midgame relativ scary. Mit der Viper wird das ein bisschen auch ein bisschen weiter gemacht. Die Viper ist ein sehr guter Pick-off, da Genkins Bank jetzt einen relativ tanky Lineup hat. Und schönes Ding bisher noch extrem der Damage fehlt. Da müssen sie gucken, ob sie sowas, weil die Safe Lane Carry fehlt oder ein Support fehlt. Was könnte man da noch picken für Damage? Ja, oder halt den Wraith King. Weiß ich, Wraith King Carry würde ich jetzt hier nicht so sinnvoll erachten. Weil die Witch Doctor Cask macht eigentlich, dass er nicht so ganz rankommt. Sand kann es dann, Viper kann slowen, Void hat die Chrono. Also wäre das wahrscheinlich als Support besser geeignet hier. Jo. Ja, Jakiro. Wäre auch noch eine relativ coole Void-Kombo. Aber ansonsten Shadow Shaman wahrscheinlich. Das ist in letzter Zeit relativ selten wieder im Meta gesehen worden. Komischerweise. Aber hier ging das Line-Up. Doch, würde ich den Shadow Shaman sehr gerne sehen. Würde gut in Genkins Banks Line-Up reinpassen. So. Schönes Ding, wie gesagt, Safe Lane Carry. Weiß ich nicht, was Genkins Bank einfallen würde, da zu tun. Ist prinzipiell auch alles möglich. Luna. Aber ja, niemand außer mir mag Luna. Ja, ich dachte, das ist sowas wie ein Shadow Fiend. Das Problem ist halt Shadow Fiend. Safe Lane ist halt so die Sache. Und Razor sollte man schon in Mitte stellen. Gegen die Viper ist es vielleicht so eine Sache. Vielleicht könnten sie ja noch ein schönes Ding mit einem Tinker oder sowas gehen. Wäre durchaus eine Option. Auf jeden Fall irgendwas anderes. Weil Genkins Bank hat ein sehr, sehr tankiges, sehr, sehr starkes, Midgame-orientiertes Lineup. Wo ich glaube, schönes Ding irgendwas tun müsste, um da stark gegen zu sein. Vengeful, okay. Es wird davon ausgegangen, dass es Wraith King der Carry ist. Bin ich mir nicht so sicher. Zumindest aus dem, ja, wie gesagt, halt Melee Carry gegen Void, gegen Viper. Halte ich für nicht so sinnvoll. Aber gegen Spank anscheinend schon. Daher mal schauen. Klar wäre die Venture ganz gut, weil, naja, es ist halt viel slow, es kommen viele Leute nicht ran. Andererseits, so wie es bisher rausgehen, muss halt nur der Wraith King rankommen. Wenn der Support ist, ist es nicht mehr so wichtig. Mal gespannt. Gyro oder so könnte man sogar auch picken. So wahrscheinlich zu spät. Das heißt, Genkins Bank hat relativ wenig Push. Vielleicht ändern sie das noch mit dem nächsten Pick, wenn Shadow Shaman kommt. Natürlich schönes Ding eigentlich. Ja, wenn der Razor fett wird dann und Agas bekommt, ja.
vorher halt nicht. 10 Sekunden noch. Sind sich allerdings auch unsicher, was da jetzt reinkommt. Mal schauen, ob es jetzt ein Panic ist. Okay, Shadow Shaman. Also doch Support. Ist schön, dass sie den Genkins Bank weggepickt hatten. Denn ich wäre mir eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass sie diesen picken. Wenn es allerdings relativ schnell der Pick kommt, dann war es vielleicht doch nicht das. Wraith King Carry. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Und noch ein Shaker. Mir gefällt das Lineup von Genkins Bank extrem gut. Und bin sehr gespannt, ob die Menschen das gut executed bekommen. Weil wenn ja, könnte das ein sehr lustiges, spannendes Spiel werden. Und sie dürften SD ziemlich schnell zerreißen. Allerdings natürlich, schönes Ding hat einen relativ low-maintenance Lineup, wo sie nicht so viel machen können und nicht so viel falsch machen können auch. Ein Ravage missen ist relativ schwierig. Razor kann auch nicht so viel falsch machen. Ja, Carry, Wraith King. Naja, holt sich halt einen Blink, springt halt rein und schauen, was passiert. Wo die Wards stehen, ist natürlich interessant, dass die hoffentlich bitte außerhalb der Chrono stehen, aber ansonsten ist es halt eigentlich auch egal. Scareth Mage kann sein Silence schon auch auf irgendwas anderes tun. Aber naja. Mach ich. Okay. Na dann ist das ist eigentlich voll falsch, was ich hier sehe von wegen. Ich rede, aber ich rede wohl gerade doch nicht. So. Dann gerade das hier. Boah, das. So. Gut. Dann sollten wir vielleicht nicht Directed Camera holen. Und es geht los mit einem Insta-Jungle-Invade von SD. Die Lanes stehen allerdings so, dass es... Nee, aggressive sollten sie nicht gehen. Naja. Void hat jetzt hier gesehen. Läuft weg. Und da sollte nicht so viel passieren. Außerdem haben wir dann natürlich die Ward gestellt bekommen. Okay. Ich meine, Pull-Through-Camp ist jetzt... es ist sehr knapp hier gewesen mit dem Ward. Hätten sie ihn vielleicht hier noch gestellt. Wird er vielleicht eher dewardet, ja. Ja, doch, vielleicht ist es besser. Aber die Wards natürlich... Oh, ich kann nicht mal malen. Das ist scheiße in Spectator. Narf. Wenn ich mir dieses Ping... Ja, okay. Nicht so toll mit dem Spectator, aber hey, wir müssen irgendwie arbeiten. Ohne Malen, das ist relativ übel. So, Networth. Ja. Mal gespannt, wie die Lanes sind. SD geht aggressive. Können sie tun. Mit einem Tide Hunter offlane. Allerdings ist es ein einfacher Dodge. Und ja. Von daher wird das Offlane gegen Offlane sein. Void Offlane wird wahrscheinlich auf der Safe Lane mehr Spaß haben als hier auf der Offlane eigentlich. Von daher glaube ich, favorit das so ein bisschen Genkins Bank. Aber, ja. Midlane ist auch. Kommt auf Executions raus. Generell sollte Viper eigentlich mehr Spaß haben. Aber, ja. Spieler, ne? Kommt da drauf an. Decent. Oh man, wenn man sich kennt. Tja, okay, wenn jetzt gerade Pause ist, na gut, Akku ist wieder drin. Shots feiert. Immer diese Kinder. Ja, okay. Akel auf dem Carry Wraith King, Felion auf dem Shadow Shaman, Spinnert auf dem Scareth Mage, Support auf der Offlane, Schrägstrich Safe Lane, Big Wobby auf dem Tidehunter und Ron Nizzle auf dem Razor mit Octoshape als Team Captain hier in der Mitte auf der Viper. Offlane, Schrägstrich Safe Lane, Solo Lane, Humed Bro auf dem Faces Void, Nighthawk auf dem Earthshaker Support, Carnage auf dem
jetzt gefarmten Center Warrunner als Initiator und zu guter Letzt der Stead-In Jace als Witch Doctor Support, der hier mal versucht einen Pull zu machen, der allerdings, ja gut, okay, da kommt wahrscheinlich nicht so viel drin, nichts. Wofsa kriegt hier auf jeden Fall nichts, guckt jetzt, dass er einen Pull hinbekommt, wird natürlich gesehen von der relativ aggressive Ward hier. Aber sollte er zumindest bekommen und dann immerhin etwas bekommen. Da die Zoning relativ stark ist im Earthshaker, passt es auch. Die Frage ist natürlich auch, wann die Supports in die Mitte rotieren können und ob sie das tun. Bei SD sieht es ähnlich aus. Sie halten den Void komplett raus, der allerdings halt auch nicht mehr pullen kann. Da wirklich dieser... Oh, ich kann malen, aber nur auf der Karte, okay. Dieser komplette Dschungel hier komplett gewordet ist. Aber schön, dass er Pull-Through hinbekommen hat. Natürlich hat er den Gangspec bekommen, aber damit, dadurch hat er das Creepy Equilibrium so weit, dass er immerhin Level 2 und unterm Tower bekommt. Void ist noch nicht so weit, hat Level 1, kann nicht pullen. Lane Control von SD ist relativ gut. Und damit, ja, sieht die Offlane für SD schon mal ein bisschen besser aus. In der Mitte haben wir einen Razor mit 8 zu 5 gegen eine Waffe mit 1 zu 2. Tatsächlich der Ronizzle, der eigentlich öfters Support spielt. Haben sie jetzt doch ein bisschen rumgeswappt. Kann hier die Viper doch relativ gut unter Kontrolle halten. Mal schauen, ob hier irgendwie mit der Fähigkeit was getan wird. Ja, wird getan, aber zu weit hinten, um dann noch was zu tun. Aber immerhin ein bisschen gezeigt, hey, SD rotiert jetzt in die Mitte gegen die Viper, volle Leben. Ich weiß nicht, ob das ohne Stun sinnvoll ist. Kam auch für den Kurier ein bisschen zu spät, aber er ist halt gut zurückgegangen. Okay. Ja, da bin ich nicht so begeistert jetzt hiervon. Zum einen, dass das Estrus hier nach dem Arcane Bolt bekommt, weil immerhin Bonus-Damage, 30%, würde mehr Damage machen. Zum anderen war das halt relativ, relativ opportun. Naiv da zu denken, dass wir Kill bekommen. Ein bisschen zurückgeschlagen. Ja, First Blood oben gegen Wobster. Nicht gesehen, aber ja, es war ein guter Fischerblock und die Creeps war diesmal auch ein bisschen näher dran, um, glaube ich, die Bouncing Castle zu machen. Und dann halt dann into Double Edge und Kill. Void hat halt jetzt noch nicht so viel Leben, obwohl er Krakenschell auf Stufe 2 bringt. Vor dem Anchor Smash. Wegen den Last Hits. Wo er dort auch ein bisschen... Ja, 13-0 Last Hits und hat knapp 2 Waves jetzt in dem Tower bekommen. Ja, die Last Hits funktionieren nicht so gut davon. Okay, Spinnert ist jetzt hier wohl in der Mitte rotiert, um eine Dual Lane gegen Viper zu machen und die ein bisschen rauszuhalten. Meanwhile, Wobster stirbt fast nochmal, kann aber hier sich dank einem Anchor Smash doch ein bisschen doch erwehren. Hat das Damage gefehlt. Und die Viper mit einer Haste-Rune snackt sich dann doch das Garrett Mage. Da läuft es doch so ein bisschen... läuft nicht so gut für SD da. Wenn die Viper... Ja, wenn das Garrett Mage rotiert, um die Viper ein bisschen abzuhalten und die Viper sagt sich, hey, ein Supporter, kann ich snacken. Okay. Die Mitte ist damit wieder even. Denn Last Hits und Denial ist der Razor doch noch extrem gut vorne. Viper rotiert und wird instant gefangen. Ups, das war wohl nicht so toll. Aber reicht ja der Damage? Reicht ja der Damage? Gerade so auf jeden Fall, dass die Viper nicht die Erfahrung bekommt. Aber auf jeden Fall ein schöner Return-Kill davon. Da mit den zwei Supports fehlt das nicht. Schön gemacht von SD, dass sie halt direkt die Viper hier ausgehalten hatten. Aber, ja. Trotzdem hat der Damage halt gefehlt. Der Shadow Charm kam da nicht schnell genug weg. Es wird auf beiden Seiten ein bisschen rotiert. Na, wird zumindest auf SD-Seite rotiert. Das Garrett geht wieder runter. Mal gucken, ob der Shadow Charm auch noch runterkommt. Oh, schöner Wort, ja. Eben nicht gesehen gehabt, dass schon wieder der Control Key nicht gefunden wurde. Aber naja, passiert. Passiert, läuft dumm. Aber passiert manchmal. Ja, Last Hits ist der. Ups, Hang on Mittel. Aber noch ein Damage gibt. Oh, und ja, dann kommt doch der Earthshaker ran und killt Ronizzle mit einem Mighty Swing of his Rock. Schön gemacht hier.
dass da halt eben nicht direkt gegoat wurde, weil der Earthshaker noch nicht da war, sondern halt das ein bisschen als Harris versteckt wurde und dann eben doch genau am richtigen Zeitpunkt die Fischer kamen, um den Kill zu holen. Schön gemacht hier vom Octoshape, dass er da halt gesehen hat, okay, mein Ulti war ein bisschen zu früh. Ich bin jetzt mal defensiv. Farmweise, ja, hatte halt der Akul auf dem Wraith King doch relativ viele Last Hits. Im Gegensatz zum Center oben. Und dementsprechend, es ist halt auch im Carry Wraith King, ja, besser die Last Hits zu haben, als auf dem Cent. Und daher müsste halt als Carry der Faceless Void jetzt mal ein bisschen kommen, aber der hat 1-0, ein Last Hit Level 4. Das Level 4 geht noch. Das, na ja, Shutdown Offlane ist halt so. Aber der eine Last Hit tut ihm natürlich sehr, sehr stark weh, da Void gerne Farm hat. Jo, Support Level. Hier ist der Hero Level E, okay. Support Level sind bei SD ein bisschen. Ja, sind alle auf demselben Level. Allerdings hat SD in Sachen Leveln doch relativ die Nase vorne. Wenn man gucken, ob sich das halt irgendwie jetzt aus. Vorschlägt in. Was auch immer. Razor Wraith King haben wir ein hohes Level, die Viper das höchste. Aber Level 6 ist hier das Wichtigste. Wraith King sollte man jetzt nicht mehr tot bekommen. Und ja, Razor hat immerhin sein Ulti. Mal schauen, ob da noch was mitgemacht wird. Viper mit der Invis-Rune. Geht schön rein. Felion muss jetzt hier aufpassen, da das ein easy Stun-Kill wird. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas davon mitbekommen. Und die Viper guckt jetzt, was der perfekteste Zeitpunkt ist. Jetzt, okay. Und Felion ist tot. Ja. Na, op, op, Salven. Ja, ich glaube, er denkt nicht, dass er das sowieso überlebt. Das hätte aber tatsächlich überlebt. Aber hat er sich dagegen entschieden, die Salve zu quasi wasten. Aber er hat halt auch schon Boots. Ne, er hat keine Boots. Und die Viper hat Boots und trotzdem ist der Shadowstamm schneller gewesen. Okay. Okay, wird jetzt die Krone geused? Nein, die Krone. Oh, der hat keinen Mana. Was ist das denn für ein Missplay hier von Akul? Kein Mana für den Ulti. Jetzt ist Krone draußen. Das war ein großes Missplay hier, was auf der Seite von ST rauskommt. Und es steht aus 7:1 für Genkins Bank. Die jetzt, wie ich hier sehe, oben ein Logo haben, was sie in der Joint Dota League nicht hinzugefügt haben. Von daher dementsprechend auch nicht im Cast. Ah, naja. Earthshaker mit Haste. Sollte aber nichts tun, ist, die hat ihn gesehen, wird aber jetzt auch dewarded. Auch schön gemacht. Beziehungsweise, ja, gefunden, ne? Gesehen hatten sie das nicht, soweit ich das sehe. Andererseits haben sie hier eben gesehen, dass die Supporter hierher gelaufen sind. Und dadurch, dass sie von hier aus losgelaufen sind, hat die Viper vielleicht gesehen, dass der gewardet wurde. Auf jeden Fall ein relativ herber Verlust für SD, da dieser Ward noch irgendwie 5 Minuten Laufzeit hatte. Mitte wird jetzt hier gegoat auf Razor. Krone wird geused und da wird downgeburstet. TP-Support kommt, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wobster ist jetzt hier in der Mitte. Kein Ravage, kein Mana. Und Wobster wird jetzt hier in der Mitte sterben. Mal gucken, Scarif Mage ist noch relativ weit vorne, aber keine Spells mehr auf der Seite von Genkins Bank, um da wirklich was zu machen. Also ist die Viper jetzt dran, wird mit dem Slow da das Schicksal vom Scarif Mage besiegeln. Wobster ist noch auf dem Rückzug, aber auch kein Mana mehr da. Genkins Bank sollte jetzt hier nicht overextenden, TP'n auch schon raus. Aber da wurde das SD so ein bisschen die Hosen ausgezogen. Wenn man die Zugehörigkeit der Länder betrachtet, ein bisschen Lederhosen ausgezogen. Das sind Bayern dort. Ups, okay, Akul hat ein Ulti. Wasted komplett immerhin alle anderen Ultis. Mal gucken, ob sie jetzt hier re-engagen können. Sie versuchen es zumindest. Bam, erste ist tot. Witch Doctor wird auch noch down gehen. Double Kill für den Wraith Kill. King. Center Warlord hat einen Blink, der jetzt auf Cooldown ist, aber sollte rechtzeitig da sein. Ah, ist nur der Silence, der ihn nicht davon verhindert, den Blink zu benutzen. Und der nächste Blink kommt sofort. Und damit ist der Cent auch weg. Allerdings, okay, Blink ist jetzt wieder da, aber gut, okay. Und Blick. Genau. Support von da, SD sollte nicht weitergehen, tun sie auch hier nicht. Haben immerhin jetzt 9:3 vom 9:1 gemacht.
und versuchen sich dadurch wieder immerhin in halbwegs Overextensions hochzuspielen. Klar, wir haben halt gesehen, Genghis Bank war halt hier und da noch alle Tower waren, konnte SD das nutzen, um die B-Support reinzubringen. Reengage hier ist bei SD, schöne Fische. Allerdings auch, ja gut, die Ravage war jetzt ein bisschen so, aber es passt schon. Die Ravage kam, hat immerhin getroffen. Allerdings, die Viper wird jetzt den Retreat relativ schwierig machen. Und SD bleibt auch noch drauf, bleibt noch nah genug dran, um es Genghis Bank zu erlauben, zu chasen. Hätten sie halt locker Chancen gehabt, wegzulaufen. Aber Spinner hat sich entgegengeschieden und ist noch ein bisschen länger geblieben. Hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Hofstar ist auch noch relativ weit hin, wenn man bedenkt, wie weit sie eben gedived sind. Muss hier TP'en. Und schafft es zu TP'en. Ich weiß nicht, ja gut, Hofstar kein Mana. Aber hätte auch sowieso nichts getan. Die Kask kommt hier und macht... Oh, bonk. Aber hat immerhin gestunt, obwohl das ein bisschen... Grafikbugs noch waren. Ein bisschen zu weit vorne. So, SD versucht hier zu chasen, hat immerhin jetzt dann schöne Fische. Hat den Wraith King weit außen gemacht. Aber Genghis Bank hat gesagt, sich da, okay, das ist uns ein bisschen zu wenig vor. Andererseits, Wraith King hat keine Ulti, hat auch kein Mana. Trotzdem war die Position nicht so optimal für Reengage, für SD, für GS. Okay, Wardsband gestellt. Wenn man das jetzt hier sieht, ist es natürlich nicht optimal. Wird direkt reengaged. Fillion hat relativ wenige Leben, versucht wegzukommen. Nein, die Viper holt ihn jetzt. Und sie kriegen nicht mehr den Centaur Warrunner. Centaur Chieftain. Der Witch Doctor hat hier eine sehr schöne Red Ward gemacht. Und natürlich können sie einfach. Können sie da auch einfach chasen. Weil sie haben jetzt halt ihr Midgame im Lineup, wo sie alle jetzt quasi online sind. Ja, prinzipiell sind alle online. Vielleicht noch die Mana Boots vom Witch Doctor. Aber der Rest sind alle wichtigen Items für die nächsten 10 Minuten eigentlich da. Okay, also, ja. Die nächsten sind Blink Daggers. Quasi Luxury Items für die Supports. Und was hat SD? SD dürfte bisher noch nichts haben. Und mit nichts meine ich, ja. Mecha auf Razor. Und noch keinen Blink Dagger auf dem Arcul Wraith King. Von daher. Jo, werden sie gerade so ein bisschen überrannt. Was müsste SD tun, um wieder reinzukommen? Keine Tower contesten. Auch nicht hinter den Towern stehen, um dann einfach gegoat zu werden. Split pushen wäre hier schön, wenn sie eine T2 Tower traden, wäre das auf jeden Fall ein guter Trade für SD. Aber Genghis Bank wird hier einfach mit 1-2 Leuten nach unten TP'en und das Ganze aufhalten. Andererseits brauchen sie dann ein paar, weil die beiden wichtigen Forces hier da sind. Von daher glaube ich, dass SD den Tower hier unten bekommt, ja. Sei denn, hier kommt Masterpiece. Aber das sehe ich jetzt nicht. Okay. Tower Trade auf beiden Seiten. Ein bisschen eine Favor auf SD, denn SD braucht dieses Geld sehr, sehr, sehr stark. Braucht viel. Deutsche Sprache, Sperrsprache. Okay, ja, Titan muss hier aufpassen. Wurde gesehen, aber knapp außerhalb der Blinkreichweite. Bisschen zu kurz geblinkt. Der Ward hier zahlt sich ein bisschen. Der Ward hier zahlt sich ein bisschen aus für Genghis Bank. Dass sie halt auch die Rotations von unten nach oben sehen. So. SD muss farmen, braucht Items. Titan da Blink ist noch einige Zeit weg. Gareth Mage wird Wards kaufen. Felion hätte auch irgendwie gerne Mana Boots, aber kann nichts dagegen tun. Die Ward hier sieht ihn ganz gut, aber Genghis Bank ist komplett auf der falschen Seite der Map, um da was zu tun. Diese Easy Kills zu nehmen. Also jetzt brauchen sie es auch nicht so wirklich, denn ja, really, really late game hat SD, würde ich sagen, die Nase vorne. Weil Ravage, Wraith King und Razor. Aber erstmal mit Void und mit den restlichen Sachen können sie halt auch relativ late gehen und haben jetzt hier auch nicht wirklich irgendeinen Druck. Besonders dadurch, dass sie schon 2 T1 Tower haben und 15 zu 5 vorne sind. Also SD muss sich hier anstrengen, um wieder zurückzukommen. Besonders wenn. Ja, sie müssen halt einfach nur versuchen, keine Fehler mehr zu machen und zu hoffen, dass. Genghis Bank hier overextended.
was sie, ja, nicht so ganz hatten. Selbst der Fight am Anfang, wo sie gecatcht wurden, war nicht wirklich Overextension. Sie haben halt irgendwie ihre Kills bekommen und hatten einen Trade eben auch hinbekommen. War jetzt kein klarer Overextend. Okay, SD entscheidet sich hier zum Deffen. Five-Man-Teamfight. Mal schauen, ob das hier die richtige Entscheidung war. Auf jeden Fall, Gangspank bereitet sich hier vor, aber SD initiated hier rein. Ravage kommt nicht raus, das ist bitter. Da Wobser stirbt, ohne die Ravage rauszukommen. Großer Loss für SD hier. Und der Earthshaker kommt sogar noch weg. Schönes Ulti vom Centaur. Und Disengage hier. Ah, der Wraith King wird noch mitgenommen. Mecha wird das aber wahrscheinlich hier aufhören. Jetzt müssen sie aufpassen, die Wards stehen, dass sie jetzt hier nicht zu lange bleiben. Ah, okay, Mystic Flare ist nichts. Wraith King kommt noch weg. Aber die Viper kommt auch noch weg. Schöne Fischer hier zum Zone. Und irgendwie passiert doch relativ wenig, wenn man den Anfang beginnt. Nur Titan ist gestorben. Wahnsinn. Und die Viper kommt sogar noch weg. Schönes DP hier. Klopp war auch direkt hinter der Ecke. Ne, der Ward hat das hier auch gesehen. Okay. Krasser Teamfight, wo nichts passiert ist. Alle Ultis wurden geused. Und durch schönes Zoning, schönes Positioning von beiden Seiten ist tatsächlich hier nichts passiert. Bis auf zwei Tower Damage oder so. Und ein Kill natürlich auf den Titan. Mit der Ravage sah das tatsächlich ein bisschen anders aus, weil der Fight war relativ even. Mit der Ravage, wenn er die rausbekommen hätte, wäre das halt tatsächlich vor der Chrono gewesen, wenn sie da den Void rausbursten hätten können. Sehr, das ist tatsächlich schwieriger aus für SD. Aber andererseits ist die Ravage natürlich noch ab, 85 Sekunden für das Wraith King Ulti. Und dann können sie wieder fighten. Von daher wird SD diesen Tower wohl auch beim nächsten Mal nicht so einfach aufgeben. Und weiter farmen. Ich glaube, wenn sie hier weiter farmen und weiterhin so fighten, könnten sie das noch ein bisschen rumreißen. Wird man jetzt sehen, wenn halt ein paar Core-Items auf der Seite von SD online kommen. Ja, es ist halt zumindest nicht mehr so einfach ein Stomp. Andererseits, wenn jetzt Gangspank noch ein paar Pickoffs bekommt, besonders hier Tide Hunter und so mit dem Blink, kurz vor dem Blink nochmal killen, könnte das SD so lange runterhalten, um halt ja, die wichtigen Vorteile, wichtigeren Vorteile zu bekommen. Mein Pipe wird bald auch für den Centaur sein, 1500 Gold noch. Dann wird der auch noch sehr, sehr viel tankiger, als er jetzt überhaupt schon ist. Aber beide Seiten farmen ein bisschen. Ich meine, die Grafen auf. Wraith King farmt doppelt so stark wie die beiden Cores auf der Seite von Gangspank. Der Void hat ein bisschen aufgeholt. Ist jetzt knapp unter dem Tidehunter, der ein bisschen zurückfällt. Aber natürlich auch nicht so ganz die Priority bekommt wie der Void. Muss sich hier im Dschungel durchschlagen, beziehungsweise ist neben dem Wraith King, der jetzt einen Blink hat, aber natürlich auch mehr farmen wird. Okay. Gangspank bereitet sich jedoch vielleicht auf die T2 vor. Hat hier einen Wraith King gefunden. Das dürfte, ja. SD kann da nicht mehr testen. Und der Wraith King. Mal gucken, ob er blinken kann. Kann blinken, aber Sand kann natürlich gleich auch blinken. Mal gucken, ob der Stun hier kommt. Kein Stun. Oh. Okay, was macht SD? Chrono auf 3. Death Ward ist da. Das könnte das sein, was ich. Schöne Fischer da noch, um den Death Ward den richtigen Damage zu haben. 13-0 der Trade hier. Ich weiß nicht genau, was SD da sich dachte, da noch reinzugehen, anstatt einfach wegzulaufen. Er wollte den Wraith King finden und hat dann zu spät gemerkt, dass das vielleicht keine gute Idee ist, zu engagen. Schlechtes Positioning und absolut unvorbereitet, würde ich mal sagen, für SD. Haben hier den T2 Tower. Ja, verlieren hier den T2 Tower durch den Fight. Der ja, schön gespielt war von Gangspank, aber natürlich auch wie auf dem Präsentierteller von SD bereitet wurde. Jo, Lanes wieder rauspushen und das ganze Spiel bei den weiteren drei Towern versuchen. Von daher, ich glaube, das Spiel wird sich noch ein bisschen ziehen. Da ja, die Tower doch contestet werden und Gangspank nicht wirklich pusht hat. Andererseits
SD halt auch so weit hinten sind, dass die Levels, dann kann man die Levels-Tabs aufmachen hier. Ja, SD ist in den Leveln relativ weit unten und spawnt dadurch relativ schnell wieder, wodurch sie halt nicht bekommen. Lastet sieht man jetzt so langsam, holt Gaken's Bank den Wraith King ein, der halt auch schon zweimal gestorben ist, aber nur zweimal, ja, und dementsprechend ziemlich viel Farm hat. Akula macht einen relativ guten Job, um den Farm noch weiter vorne zu halten. Ja, Haste wurde ja gesehen, mal gucken, ob sie genommen wird. Okay, Witchdoctor dann nimmt die Haste, weil kein anderer da ist. Die deft den Bottom Tower wieder. Diesmal, ja, der Wraith King muss halt noch hin, hat kein TP. Und daher sollten sie da auf gar keinen Fall fighten. Okay, Wraith King kommt aber auch nicht. Und SD verteidigt trotzdem. Miscommunication ein bisschen. Mal schauen, ob ihr das was kosten könnt. Genkins Bank ist quasi in voller Montur da. Auch die Viper kommt jetzt. Und mit der Viper hier und dem Wraith King nicht da. Was sie tatsächlich auch sehen, weil sie den Ward hier oben haben. Mal schauen, ob sie hier einfach jetzt Go machen. Und was wahrscheinlich meiner Meinung nach die richtige Entscheidung ist, hier einfach ein Go zu machen. Wir sehen, dass der Wraith King Mitte ist. Hat zwar einen Blink, ja, aber kann trotzdem nicht so schnell da sein. Und ja, Genkins Bank bereitet sich hier drauf vor, irgendjemanden zu goen, der zu kommt. Mit einem Pick auch rein zu pushen. Ansonsten hat er auch einfach so rein zu pushen, weil der Wraith King absolut keine Anzeichen macht, zu seinem Team zu kommen. Anders ist doch gleich seine TP schon wieder ready. Ja, TP ist wieder ready. Von daher ist es prinzipiell 5 gegen 5. Okay. Genkins Bank kommt hier los. TPs kommen rein. Mal schauen, wer hier die Initiation. Ob der Wraith King wieder rein blinkt. Oder nicht. Freut es weit zurück. Lass nur die Viper vorne. Schönes Positioning hier von Genkins Bank. Nur die Viper vorne, die das Zoning macht. Und halt auch SD muss relativ weit vorne sein. Gibt so ein richtig schönes Niemandsland hier dazwischen. Wo halt hier nichts ist. Ja, Wobster's Position. Tidehunter ist halt auch gut positioned hier. Mal gespannt, was jetzt passieren wird. Witchdoctor ist relativ weit vorne, kommt jetzt hier auch rein. Ravage auf 3 nur. Okay, Chrono kommt zum Reinitiation auf 2. Schöne Positioning hier. Death Ward steht mal wieder. Und zerstört das hier so ein bisschen. Die sind da alleine. Akul ist in der Mitte, kann aber nichts tun. Jetzt geht auch Ronny rein. Schöne Figur, hat ihn komplett ausgesperrt und hätte ihn auch mit vollem Leben zerstört. Und SD bleibt. Und will noch ein bisschen aufgeräumt werden. Die Wards werden hier gestellt. Und ja, da war Felion ein bisschen zu weit vorne. Und haben nicht genügend Respekt dem Lineup von Genkins Bank gezeigt. Also, dass sie halt hätten wissen können, okay, sie stehen alle am Tower, sie können auch einfach hier hochblinken. Zwei Tower für Genkins Bank. Es war ein schöner Teamfight. Von beiden Seiten. Eine schöne Ravage. Aber ich weiß nicht, ob SD überhaupt initiaten kann. Also, Ravage ist ein defensiver Spell. Und auch für die Wards müssen halt prinzipiell außerhalb der Chrono stehen. Da würde ich hier SD eher raten, seid defensiv und counter initiated. Weil Void muss eine gute Chrono finden und hat in den letzten beiden Games wirklich abgewartet, bis initiated wurde. Was halt super von ihm war. Und SD müsste halt eigentlich darauf reagieren, indem sie halt den Void reinkommen lassen. Andererseits ist es halt schwierig, die Viper tot zu bekommen, ohne sie zu initiaten. Shadow Charm müsste hinten stehen. Aber ja, eigentlich. Sie müssten zu viert anfangen, zu viert goen. Oder ein Tidehunter. Und Tidehunter kommt rein, sobald der Deathward steht. Okay, Toplane versuchen sie, Void rauszubekommen. Aber der Void kann einfach weggehen. Frage ist. Akku wird hinterher blinken, ja. Void ist aber mit der Mask auf jeden Fall viel zu schnell, um da gecatcht zu werden. Schön gemacht hier vom Void, aber SD hat halt leider der Damage gefehlt. Ich habe jetzt keine großartigen Backtracks gesehen, von daher. Ja. Naja, war es halt auch einfach nur ein 2-Hero abhalten vom Farmen-Squad.
Ja, SD versucht jetzt hier die Waffe zu bekommen. Stunt ist raus, ja. Auf jeden Fall, jetzt kommt es auf die Continuation an von Gegners Bank. Der Fort steht schön hinter der Fischer. Kriegen hier den Akku raus und auch noch den Felion, der hier ein bisschen zu nah dran stand. Die Wards wurden ins Niemandsland bestellt. War halt keine andere Möglichkeit da, denn die haben auch ein relativ langes Cooldown. Herr Razor dürfte jetzt hier nicht mehr wegkommen. Da der Centaur überall ist, wo ein Stun gebraucht wird. Und auch der Earthshaker. Großartiges Stun-Lineup hier und ohne Chrono genutzt. Und, ja gut, mit dem Argus, okay. Ohne Chrono, die sie jetzt noch haben, um Highground zu pushen. Oder Roshan zu holen. Diese Roshan zu securen. Also mal gucken, ob sie sich jetzt hier für Roshan entscheidet, für Highground. Okay, es wird für Roshan sein. Bottom pusht zwar auch, aber. Müssen sie nicht. Wir haben ja sogar ein Medaillon auf dem Witch Doctor. Von daher sollte das ein schneller, easy Roshan werden. SD weiß jetzt, dass es los ist. Mal gucken, ob Wofster hier einen Steal versucht, aber sie haben auch noch keine Vision. Von daher sollte das nicht passieren. Ravage ist zwar da. Mal gucken, ob er es versucht. Wenn dann jetzt, aber sie haben noch keine Vision. Von daher, ja. Wir haben jetzt hier gesehen, was vielleicht der Q war. Whoops. Ja. No shit. Suddenly everyone disconnect. Okay, wer ist das? Wobstand Akul. Die wohnen relativ nah aneinander zusammen. Keine Ahnung, ob da was in München ausgefallen ist. Ist München gerade down gegangen? Zumindest, ja. Berlin ist noch online und Rheinland-Pfalz ist auch online. Aber, ja, doch schönes. Nehmen wir das Sportsgeist, ja. Schöner Sportsgeist hier. Dass sie da halt zurückgehen lassen. Anders, ja. Ich glaube nicht, dass ich viel Unterschied gemacht habe, ob der jetzt disconnect ist oder nicht. Weil prinzipiell sogar der Schritt zurück vorteilhaft war, hier für den Wraith King. Dadurch, dass, ja, also gut, sie haben halt jetzt gesehen, okay, Roshan kommt und sie stehen genau so, dass entweder diese drei Helden getötet werden oder dieser Held getötet wird. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Tja, Ravage ist noch da, aber ansonsten, es ist halt alles ab. Aber so direkt in fünf Leute reinzufighten, kann SD halt nicht. Dafür sind sie zu weit zurück. Bin ich sehr, ja, bin ich sehr erstaunt doch von dem Positioning von SD hier. Dass sie doch so gesplittet stehen. Und doch so irgendwie, wir wollen fighten stehen. Okay, Fischer wurde abgeblockt. Vielleicht sollte SD einsehen, dass sie gerade Roshan gemacht haben und alle fünf dort sind. Scheinen sie aber nicht zu sehen. Okay, sie wollen nur fighten. Dann schauen wir mal, was es für ein Fight wird. Okay, dann haben sie doch gesagt, okay, Highground. Wir sind auf Position. Forstef ist ja wohl hier die Sache, wo sie gehen. Jo, Item. Ja, wenn wir gerade gucken auf die Items. Carnage braucht direkt einen Hard. Schön zu sehen. Earthshaker hat Blink. Ja, Witch Doctor hat jetzt das Arganims. Der nächste Teamfight mit einer schönen Chrono wird auf jeden Fall. Sollte der letzte Teamfight von SD werden, wenn es ein schöner Teamfight wird. Mal gespannt. Oder ob SD das zurückreißen kann. Und hier doch noch den Turnaround bekommt. Wir sind gespannt. Diesmal. Ja. Ist genauso wie im letzten Fight. Center ist relativ weit vorne, kann es aber auch. Viper steht hinten, steht exakt vorne. Stun kommt hier rein. Wird gebeitet. Ja, okay. Fischer kommt raus. Beide Seiten tauschen nur ein bisschen Damage. Und noch passiert nichts. Viper ist halt weit vorne mit wenigen Leben, hat natürlich aber auch eine Aegis. Und wird natürlich auch so weit vorne sein, dass sie, ja, committen müssen, um sie zu töten. So einfach wird sie die Aegis wohl nicht aufgeben. Und weiterhin wird sich so ein bisschen rumgetänzelt. Lanes pushen nicht, beziehungsweise oben pusht Aros. Okay, geht rein. Auf 3. Und schöner Death Ward wird jetzt kommen von Jace. Okay.
Wird vielleicht nachher das genommen. Ravage kommt jetzt hier raus, unterbricht die Death Ward. Schön gemacht. Akkul ist hier in der Mitte. Bam, wird down gebracht. Und alle leben noch von Jenkins Bank. Da fallen die letzten Heroes. Das dürfte das GG sein. Buyback vom Wraith King, der den Invasive Void hier noch down bekommt, aber natürlich stark gekitet wird und hier absolut nicht rankommt. Ja, Aegis haben sie rausbekommen von der Viper. Aber damit stirbt auch der fast letzte Hero. Mobster sollte nicht sterben. TP sich zurück. Und GG von SD. Schönes Spiel von Genkins Bank. Das Lineup von SD hat nicht funktioniert, beziehungsweise sie kam zu spät online. Genkins Bank hat hier komplett durchgezogen. Hat schön gefightet und prinzipiell sogar kaum Fehler gemacht. Besonders im Positioning, sehr schön gemacht. Ja, und SD die Lederhosen ausgezogen. Um es mal so auszudrücken. Ja, auf jeden Fall. Earthshaker, schöne Fissures. Centaur, genau, gut reingesprungen. Void hat schöne Chronos gefunden, die Witch Doctor meistens den Follow-up gemacht hat. Stimmt, im letzten Fight wollte Witch Doctor wahrscheinlich auf die Witch warten, die aber nicht kamen dann. Gut. Ja. Spiel 2. Können wir eigentlich auch laufen lassen. Ist einfach zu gucken. Kommt dann gleich sofort. Düm, düdüm, düdüm, düdüm. Okay, dann geht's los. Gleich. Wenn das... Na komm. So, okay. Ab. Okay, kann ich nicht. Dann hier. Wollen wir bei manchen Helden nicht zugucken können, manche nicht. Okay. Spiel 2 von Genkins Bank gegen Schönes Ding in der Joint Rota League Season 3. Germany 1 in der Division 6. Sobald ich fertig geladen habe. Ja. Also ja, 2 Minuten Delay, aber das sollte doch jetzt erst kommen, ja. Okay, live. Free Cam und dann können wir jetzt abwarten. Gleiche Lineups auf beiden Seiten, keine Austauscher. Und ja, ich glaube, SD muss hier anfangen, ein Lineup zu spielen, wo sie. Ja, wo sie. Stärker oder. Ja, was sie halt mehr in ihre Komfortzone liegt, lag. Das hier hat ja jetzt funktioniert, aber Genkins Bank hatte da. Auf jeden Fall mehr Training auf ihren Helden oder so. Auf jeden Fall war es das Early Game mit den 7 Kills Vorteil, beziehungsweise teilweise sogar 8 Kills Vorsprung, den da der Sieg für Genkins Bank besorgt hatte, obwohl in der Laning Stage von den Statistiken her SD vorne war im Farm und in den Levels. Und eigentlich auch, wie die Lanes liefen. Und dann kamen die Rotations. Und ein paar Mal ist der Titan da oben gestorben. Wobei einmal, glaube ich, nur. Und dann haben sie den Vorteil aufgegeben. Da bin ich mal gespannt, ob sie jetzt halt irgendwas nehmen, was in der. Ja. Es war ein extrem starkes Early Game von beiden Seiten. Vom Draft her. Hat ja auch gesehen, beide Seiten sind aggressive gegangen, weil sie relativ starkes Early Game hatten und confident waren, dass sie das kommen konnten. Aber ja. Am Ende hatte Genkins Bank ein Lineup, was früh online kam. Und so haben sie das dann überrannt gewonnen. Schönes Ding bei TV Void. ja. Professional. Bei TV Void. Schöne Entscheidung. Vielleicht sollte der Like noch rauskommen oder vielleicht versuchen sie es hier den Like drin zu halten. Sie haben First Pick. In der letzten Joint Dota League. Ja, okay, sie. Sagen sie es hier, okay, vielleicht. Vielleicht liken.
sie im ersten Game von der John Dota League auch Liken bekommen und über Rank gewonnen. Mal schauen, ob gegen Zbank ihnen das lässt. Oder ob sie sagen, wir können Liken schaffen. Ja, sie lassen den Liken. Damit ist es ein Liken picken. Und mal schauen, ob gegen Zbank dagegen kommt. Ob sie jetzt hier mit Bad Rider oder mit Tidehunter oder mit Axe kontern. Es gibt ja doch ein paar Konter auf dem Papier, ja. Die Frage ist halt immer, wie die Execution läuft. Ja, auf jeden Fall ein Lineup, was ich zumindest weiß, dass es mehr in der Komfortzone von SD liegt. Die Frage ist jetzt hier, ob es reicht, gegen Zbank so ein bisschen daraus zu ziehen. Denn ich glaube, wenige Teams haben in der letzten Zeit gegen Liken gespielt. Und vielleicht ist man da schon ein bisschen raus, vielleicht verliert mir dieses Auge auf die Rex, das man immer haben muss beim Liken, dass man nicht alleine Split pushen lässt. Mal schauen, was sie hier außerhalb von Titan da machen. Ancient Apparition. Und Brewmaster von Jules Ding. Wir versetzen uns in der Zeit ein bisschen zurück. Es kommt mal wieder ein Brewmaster, ein starker Hero, den ich zumindest in letzter Zeit seltener gesehen habe. Woran das liegt, weiß ich nicht ganz. Aber. Okay. Also, wie immer bei Liken ist halt jetzt die Frage: Haben wir einen 4 Predict 1? Oder haben wir ein fettes 5-Man-Push-Lineup? Beim Brewmaster sieht es bisher so aus, als ob das 4 Predict 1 ist. Aber ja, es wird sich zeigen, was noch super. Irana ist jetzt gebannt, eventuell, ja. Storm Spirit oder sowas als Catcher hier rausnehmen. Andererseits ist Storm Spirit euch der beste Held gegen Liken. Weil er halt nur auch eins dann hat. Und der Hex, wenn er denn mal kommt auf Liken, ist halt nicht sonderlich sinnvoll. Okay, Weaver wird jetzt hier doch dann rausgenommen, auch als Split Pusher und als. Ja. Anscheinend wird SD nicht vorhaben, viel CC zu kaufen. In Sachen Helden. Aber ja, Silencer ist doch noch gebannt von Genghis Bank. Also gehen sie wohl auch wieder auf Teamfight. Wieder der Earthshaker, der in letzten Teamfight sehr gut lief. Oh, und ein Rubick dagegen gepickt. Von wegen, okay, wenn ihr Teamfight geht, dann versuchen wir das mal zu stealen. Und ich würde mich nicht überraschen, wenn jetzt der Centaur wieder käme. Ja, auf jeden Fall ein guter Pick auf hier. Auch gegen den Liken. Damage und halt auch dieses gewisse Etwas zu bringen, um den Liken zu chasen. Ein paar Sekunden mehr, um die nächsten Stunts zu treffen. Haben bisher nur den Earthshaker Stun mit dem Centaur Stun und einem Carry, der Stun kann. Sollte das genug Stunts sein? Wir werden sehen. Prinzipiell wird SD wahrscheinlich in Teamfights dasselbe tun wie letzte Mal. Außer, dass wir halt den Broom, nicht den Wraith King haben, der den Fight verlängert, sondern den Brewmaster, der sich quasi ähnlich spielt. Packt sich halt aus und hat ein zweites Leben. Mal gucken, ob jetzt SD quasi mit einer Person, einem Helden weniger im Teamfight, meistens, da doch mehr rausholt. Weil der Void ist jetzt weg, sie haben zumindest eine große Kombo nicht mehr, aber sie haben immer noch Ravage und Fissure, die, ja, ziemlich stark disrupten sollte und genügend Stun hat, um das AA-Ulti auf die X-Leute, die da zusammen rumstehen sollten, zu tun. Natürlich wird Fissure, ja, Death Prophet und das AA-Ulti schwächer, je weniger Leute wirklich überhaupt im Teamfight drin sind. Aber, ja, mit der Death Prophet haben sie jetzt auf jeden Fall einen Helden genommen, der Tower pushen kann schnell. Und somit halt auch pressuren kann und nicht am Tower rumstehen kann und wo der Damage fehlt. Was Liken in seine Wolfsfinger spielen würde, wenn er dann mehr Zeit hat zum Committen. Und schönes Ding könnte halt ein Go machen, wenn gegen Spank sich zurückziehen und RTPen wollen. Ah ja. Von daher würde ich sagen, hat gegen Spank schon einen ziemlich guten Konter dagegen gepickt. Einfach sagen, okay, wir pushen halt auch. Und wir pushen eben dann, wenn du noch nicht wirklich am Tower bist. Und wir brauchen möglichst wenig Zeit zum Pushen. Mit der Grobe haben sie halt auch relativ sichergestellt, dass sie halt pushen können. Und nur die Death Prophet ist vorne. Und sie müssen nicht wirklich committen wieder. Wir haben es halt wieder, wie eben mit der Viper,
Die Death Prophet steht vorne und der Rest wartet auf die Initiation. Und dann kommt der Initiation mit Fissure und Ravage. Und AA-Ulti. Sollte auf jeden Fall relativ tödlich sein. Die Frage ist, ob jetzt DE eher was geht, was halt einfach nur länger braucht. Oder ob sie doch noch irgendwas finden, was dagegen effektiv ist. Was wirklich dagegen gehen kann. Und sowas wie halt... Ja, Rubick wird am Anfang Probleme haben, die Ravage zu stealen. Fissure könnte hier sehr, sehr, sehr gut sein. Okrobilops Ulti auch. Und das AE-Ulti halt, ja, auch. Aber ist halt die Frage. Ravage wird halt sehr schwer sein, beziehungsweise am Anfang unmöglich für ihn. AE, ja, ist nicht sinnvoll, da was zu stealen eigentlich. Weil Chilling Touch ist cool. Aber prinzipiell Brewmaster... Auf Brewmaster bringt es nicht, auf Rubick bringt es nicht und damit Chilling Touch für 2 Heroes vielleicht nicht so sinnvoll. Und daher wäre Earthshaker wahrscheinlich das Bessere und die Death Prophet. Und ja, damit haben wir zumindest ein bisschen die Antwort darauf, was passiert, wenn einfach Genkinsberg reingeht. Lich Ulti und auf jeden Fall die Lanes doch ein bisschen stärker gemacht. Sodass sie hier in der Landing-Phase auf jeden Fall so viel bekommen, um online zu kommen. Ergo Blink-Dagger auf Brew und vielleicht Necro 1 oder Vladis auf Lycan. Frost-Armor für Lycan ist auch nicht zu unterschätzen und könnte hier die Fights auch ein bisschen verlängern, denn einzige Damage-Quelle gerade ist Death Prophet. So richtig. Das wird sich jetzt wahrscheinlich beim letzten Pick, dem Carry-Pick, ändern. Was auch immer das sein könnte. Diesmal vielleicht sogar ein Wraith King. Aber vielleicht eher wieder einen, ja, einen Fernkampf-Held. Weaver wäre hier tatsächlich ziemlich cool gewesen. Viper, gut, Harry Viper nicht unbedingt. Vielleicht Morphling. Morphling wäre hier gut, um das Late-Game komplett zu haben. Andererseits, ja. Ja. Morph könnte funktionieren. Slader oder sowas könnte sogar funktionieren. Einfach irgendwas, was reingeht und was chasen kann. Wie der Centaur am letzten Mal. Ich kann sogar einen Centaur holen und dann einfach wieder mit dem Centaur Aggressive Tri-Line gehen. Hat beim letzten Mal ziemlich gut funktioniert. Wenn da keine E-Mails rauskommen, gehe ich mir ganz kurz auf Klo. Und ja, bin gleich wieder da. Five seconds remaining. Dire team pick. Chaos Knight. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Chaos Knight. Ha. Hätte ich jetzt Geschichten erzählen können vom von EGL, denen das halt auch passiert ist in Game 2. Und die von dem Chaos Knight. Ja, zerstört worden. Auf einer Aggressive Tri-Lane. Mal gespannt, ob SD dagegen halten kann. Und sie pinken hier selber den Centaur. Um dann ein bisschen re-engaged zu haben. Finde ich ein guter Pick. Aber auch der Chaos Knight scheint für Genkins Bank zu funktionieren. Somit, damit haben sie das zweite Spiel gegen EGL gewonnen. Und ja. Mal gespannt. Hat sich wohl nicht so viel geändert, oder? Ja doch, diesmal... okay. Also Felion und Spinnert sind wieder die Supports. Akul auf dem farmenden Lycan. Ja doch, diesmal übernimmt Ronizzle die Offlane auf dem Centaur und
Big Wobby die Mitte mit dem Brewmaster. Octoshape ist auf der Death Prophet wieder in der Mitte. Carnage Offlane, diesmal alleine auf dem Tidehunter. Umad Bro übernimmt den farmenden Chaos Knight und Nighthawk und Stan and Jace sind die Supporter auf dem Earthshaker und der Ancient Apparition respectively. Haben direkt erstmal ihr Easy Camp vorsorglich dewardet. Was natürlich sich als Fehler herausgestellt hat. Hätten sie ein bisschen gewartet, hätten sie gesehen, dass Descent von unten kommt, keine Ward mehr hat und damit ist die Ward-Position hier offensichtlich. Aber na gut, haben sie ja noch eine zweite Ward. Gucken wir erstmal, ob hier alles frei ist. Ist es. Weil der Centaur, wenn er hier unten. Ich glaube, die sehen sie. Was? Ja, okay, ja, die sehen sie relativ eindeutig. das war nix, ja. Gut, komm vor. Ja, Puls sind hier von Octoshape definitiv besser, wenn ich es hier sehe. Offside ist auch ein bisschen. Ja, nicht ganz verkackt, aber schöner Pull von der Death Prophet hier in der Mitte. Gucken, wo der erste Go auf der Lane kommt. Nirgendwo, von daher gucken wir mal die Mitte weiter. Der wird hier komplett rausgezoned. Machen die Supports hier schön. Der erste Pull kommt noch nicht. Wird erstmal gestackt, was fehlgeschlagen wird, weil hier ein Heilcreep ist. Und der erste Pull hier auf der Seite von Genkins Bank ist erfolgreich. Aber das ist draußen für ein bisschen mehr Damage. Bonk. Okay. Ja, die Mitte ist doch noch even, obwohl der Lane-Vorteil am Anfang da war. Aber das werden wir auch gleich zeigen. Noch passiert relativ wenig. Wards stehen, ja, schön von beiden Seiten, finde ich. Der Ward hier ist halt jetzt auch gut, weil ja, er hat keine Rune Vision. Aber sie haben halt unten Rune Vision, damit brauchen sie das nicht. Und haben halt trotzdem alle Vision, die sie hier auf der, die Runizel hier auf der Lane braucht. Und da ist der Ward diesmal sehr sinnvoll. Beide Seiten haben Rune Vision. Knapp, aber passt. Ist ja nicht so schwer. Aber ja, Bottle ist hier für Death Prophet da. Bottle kommt gerade für Brewmaster. Relativ even. Beide Seiten sind im Farm exakt gleich. Und die Mitte ist. Hat er doch schon relativ weit down bekommen. Aber eine volle Bottle bringt sie natürlich die Death Prophet wieder hoch. Pull-through auf der Seite hat jetzt hier geklappt. Aber ja, hier hat ein Solo-Pull gereicht. Damit gibt es weniger, doch gibt es ähnliche Erfahrungen für die Supports. Aber. Ja, bla, keine Ahnung. Dire's Top Tower is under attack. So, hier vielleicht ein Pull. Nee, okay. Die Rune contestet. Kriegt er auch. Schöner Snack. War relativ wichtig, da sie jetzt eine leere Bottle hat und eventuell vielleicht anfängt zu Bottle Crown. Die Supports smoken hier auf den Centaur. Das könnte unser First Blood werden. Es sollte mit Earthshaker kommt nämlich da tatsächlich nicht vorbei. Ja, doch, okay, hätte vorbeikommen können, aber mit dem 3 Sekunden Stun, weil das ist natürlich Easy Kill. Wobei das war tatsächlich relativ knapp. Ach so, okay. Das ist Level 2. Ohne Double Edge war das nicht knapp. Nein, mit Level 2 Double Edge wäre das knapp geworden, aber. So war das schön executed. Schön executed Gink. Was man halt natürlich mit Earthshaker da machen kann. Was bei Radiant ein bisschen schwieriger ist. Spinnet kommt jetzt hier hoch, aber die Ward wurde gesehen. Also durch die Ward hier haben sie den halt den Rubik gesehen. Und der lässt sich auch nicht machen. Weiter gepult auf der Seite von SD. Weiter gestackt und gepult auf der Seite von Genkins Bank. Bis auf einen Kill sind sie relativ even.
So, die Mitte, ist halt auch komplett even in Last Hits. Obwohl Octoshape einmal kurz fast down gegangen ist. Und Rune Control, Isorona hat der Brewmaster bekommen. Double Damage, schön für ihn. Mal schauen, ob er damit irgendwas machen kann. Octoshape ist dafür relativ niedriges Level dafür, aber fehlen halt die Boots. Die kommen jetzt geflogen. Wenn er da schnell genug ist mit der Double Damage, dann könnte das was werden. Aber es kommt auf eine... Ja, Octoshape muss dafür out of position stehen. Die Wave ist dafür gerade super geeignet. Mal schauen, aber... Nee. Sieht er nicht ein, da einen Double Damage Brewmaster reinzukommen. Gut, gute Entscheidung von ihm. Lässt sich da nicht outplayen. Da hat er versucht den Pull, der aber schon geblockt ist. Aber immerhin hat er seinen Double Stack. Der auch nicht schlecht ist. Okay, Double Damage ist ausgelaufen, damit ist es halt hier egal. Die Supports rotaten. Das sieht Big Wobby hier in der Mitte, weil der Ward da steht. Hat er sich schon ausgezahlt. Aggressive Ward wird keiner, doch, wird wahrscheinlich platziert. Sie sehen hier, dass oben keiner Ward ist und werden vielleicht ein bisschen overconfident, dass sie hier was machen können. Aber, ja, scheint nicht der Fall zu sein. Im Farm liegt der Lycan tatsächlich um einiges nach. Man sieht, dass es schon wieder 10 Last Hits mehr auf der Lane ist, als auf der Seite von Genkins Bank. Ich glaube, da hat der Genkins Bank Carry dann doch irgendwie ein Farmproblem. Kann auf jeden Fall nicht so gut Harrison, aber andererseits ist es auch viel unterm Tower. Und wir müssen den Bonus Damage vom Howl in Betracht ziehen. Bonus Damage vom Howl ist bei 38. Naja, haben wir knapp 100 Damage zum Blast Hitten. Das ist halt auch wesentlich einfacher als mit Chaos Knight, der gut doch 82 Base Damage hat. Von daher nicht das Problem. So, ja, der Mitte wird jetzt hier. Doch, ich dachte, der Lich wird jetzt hier ein bisschen helfen. Oder nicht? Der Rubik wird jetzt hier ein bisschen helfen. Schöner Bull into Clap. Aber die Deathbolt ist trotzdem relativ schnell. Und eine Genaze-Drohne, super. Das ist natürlich praktisch. Aber hätten sie sowieso kein Follow-up. Schön und doch hier gemacht, ein bisschen Damage drauf gemacht. Muss sich wieder hochbotteln. Ist jetzt auf halbem Leben. Und die nächste Runde ist noch ein bisschen Zeit hin. Mal schauen, ob das halt in der Mitte für den Brewmaster einen Vorteil bedeutet. Zumindest bedeutet es jetzt, dass er halt zurück zur Base kann, beziehungsweise muss. Weil die Death Prophet doch ein bisschen Damage macht. Ja, 7 Minuten 45 Last Hits. Das ist relativ nah an den 100% dran, oder? Respekt hier für Akku, dass er doch so stark farmt. Oben für Top Lane. Ah, okay, ist die Filter leider auf der falschen Seite, kam ein bisschen zu spät. Ansonsten hätte das wahrscheinlich einen Kill auf dem Centaur gefasst, weil die Cold Feet gebrockt haben. Und noch genug Stunts und Mana auf dem Chaos Knight vorhanden sind. Ja, Rubik pullt hier ein bisschen. Hätte auch den Pull vom Hardcamp machen können. Er stackt hier ein bisschen, hätte auch pullen können mit dem Big Camp. Ja, Lift kommt hier. Und Split kommt da rein. Und Stun und Kill auf Octoshape mit dem Brewmaster. 1:1. Schön hier executed. Der Lift kam im richtigen Zeitpunkt. Ist genau im richtigen Zeitpunkt der Stack fertig geworden. Und der Rubik ist frei geworden, um halt hier den Kill in der Mitte zu holen. Schöne Rotation. Ja, die Mitte ist relativ even. Die Offlane ist tatsächlich so, dass... Wait, ist das ein Bug? Nee, okay. Titan hat 0 CS nach 8 Minuten. Krasse Scheiße, Level 3. Was geht denn hier ab? Ist mir gar nicht aufgefallen, okay. Props für SD, dass sie doch den Offlaner so extrem stark raushalten. Level 6 versus Level 3 und 0 gegen 17 Last Hits. Krass, 0 auf dem Titan. Und halt auch mit dem Ward, der jetzt sogar erneuert wurde, kann er immer noch nicht pullen. Schon krass. Versucht hier... Na gut, okay. Hat es nicht ganz geschafft und ist zu früh nach hinten gegangen.
Passiert mir auch öfters mit Melee-Helden. Dass du nicht zu nah dran werden konnte, musste halt jetzt hier quasi genau am richtigen Zeitpunkt weggehen. Um den Pull eventuell zu schaffen. Oh, halt, stopp, stimmt, hat hier doch ein. Nee, doch, ist nur ein Doppel. Ist nur ein Double-Stack, okay. Ja. Auf jeden Fall jetzt bisher ein Vorteil. Im Grafen dürfte man das auch sehen. Habe ich im letzten Game gar nicht aufgemacht. SD hat 3,5k XP vorne. Was allein die XP des Titaners sind. Und Gold auch. Weil, ja, Titan hat kein Gold. Und Akul ist auf dem Liken doch relativ stark im Farm. Hat jetzt fast 20 CS mehr als die Death Prophet. Und als der Chaos Knight. Ja. Ich weiß nicht, ob er hier bei 100% ist, aber es ist sehr nah dran. Auch 40 Denies, das ist schon krass. Ah, okay, hat er einen verkackt. Noob. Krass. Okay, in der Mitte wird jetzt hier... okay, wird wahrscheinlich der Brewmaster down gehen. Okay, nein. Da war das Reality Rift nicht... Okay, wollte er nicht. Aber hier mit dem Lift... Ah, okay, der Lift ist gerade erst der Cooldown weggegangen. Konnten sie nicht mehr... Nicht mehr konnte nicht jäten. Ja, Renizel kriegt hier auf dem Cent doch relativ viel auch noch. Auf der Offlane. Das sind jetzt 24 Last Sits, das ist verdammt viel. Hat der Titan da was bekommen jetzt in der letzten Zeit? Ne, okay, gehst jetzt nach oben, rotieren die Lanes, dass der Titan da oben ein paar CS bekommt. Ein CS, zwei CS, whee! Okay, Titan da fängt mit großen Schritten an aufzuholen. Wobei die Supports generell auf Seiten von SD mit 7-7 doch relativ weit hinten sind in Sachen CS. Haben halt beide gepult. Andererseits hat natürlich nur GAA gepult auf der Seite von Skankens Bank. Und dementsprechend haben wir dieses 17 zu 6 gegen 7 zu 7. Akku ist jetzt hier vorsichtig hinten, aber Continuation hier auf Octoshape. Kommt direkt der Go. Licht kommt ran. Selbst das Center Ulti kann hier nicht mehr helfen. Slow ist zu strong. Ah ne, Quatsch, das Center Ulti ist ja von SD, deshalb war der Slow so strong. So much. Overextension von der Death Prophet. Octoshape war hier ein bisschen zu tief drin. Hatte gedacht, dass der Liken vielleicht nach hinten geht. Aber der hat sich einfach hinterm Tower versteckt. Und hatte damit einen sicheren Tod von den beiden entkommen. Tja, 71 zu 44. Jo, 30 CS vorne. Schon krass. Vladimir sollte jetzt fertig sein, ja. Muss er nur noch in den Sideshop gehen. Aber da gibt's Creeps, die getötet werden müssen. Ja, hat auch alle von. Earthshaker geht hier leider zum Brewmaster down, hab ich nicht gesehen. Weil ich den Farm dann zugucken muss. Stun geht hier auf die A, damit ist die A auch tot. Und Death Prophet Ulti ist in dem Sinne gewastet. Hat, ja, einen Blink, aber vielleicht nicht so ganz... sinnvoll hier, aber sollte er wegkommen. Der Damage von Level 1 Exorcism reicht hier nicht aus. Liken nimmt den Tower, wird hier wahrscheinlich weitermachen. Und forced TPs. Earthshaker kommt als einziger. Ist die Frage, ob es reicht. Wupp, wupp, wupp. Ist der hier AFK? Oh nein, er wollte den Creep ziehen. Was vielleicht eine schlechte Entscheidung ist. Andererseits hilft es halt auch absolut nicht gegen Liken. Sie nehmen die Power von Liken. Einfach so nehmen. Er ist dies hier relativ confident, weil sie halt hier den Ward haben und halt sehen, wenn von hier aus jemand kommt. Also jetzt muss Liken halt jetzt doch weggehen, weil zum einen sehen sie unten die Rotation und da will er kein Deny enforcen. 1700 Gold auf den Liken. Ohne Daya können sie natürlich nicht einfach so den Roshan machen. Da hat Daya noch den Vorteil. Schöne Ward hier übrigens von Daya. Hier zumindest in der Mitte die ganzen Dinge seht und jetzt auch den Roshan Ward. Um hier auf jeden Fall keinen gesneakten Roshan zu bekommen. Aber SD ist jetzt hier sehr aggressiv. Ob sie was tun sollen, wollen. Wäre natürlich locker gesehen von allen. Aber wollten wir nur ein Picknick machen, okay. Da kommt nichts. Bisschen Dodge. Okay. Na ja, gut, Enchant Totem gestohlen von Rubik. Knapp die Fischer verpasst. Aber na gut. So. Ja, also ich weiß nicht. Der Chaos Knight hat irgendwie aufgehört zu farmen.
weiß nicht, ob das so eine sinnvolle Entscheidung war. Steht das jetzt hauptsächlich für den Stun hinten rum? Ich weiß nicht, ob das die Strat ist, halt einfach im Chaos Knight Stun zu machen. Oder was auch immer, aber mal schauen, ob sich das noch irgendwie auszahlt oder ob er halt einfach eine. Ja. Ob er halt vielleicht doch hätte sich entscheiden sollen zu farmen. Standoff in der Mitte und Blick rein von Centaur. Der versucht was zu bursten. Schönes Stun, aber leider. Das A-Ulti hat schön getroffen, aber da kam das Bild vorher. Ravage auf nichts, beziehungsweise auf den Licht nur. Das war vielleicht nicht so gut. Schöner Stun hier, aber ja, ein Tick zu weit vorgegangen. Da stirbt Ronny ohne Grund. Da war ein bisschen Overextension drin. 1:1 hier der Trade. Hätte nicht sein müssen für SD, aber Gangs Bank haben hier Menschen ein bisschen was bekommen. Und freuen sich hier, dass sie doch nicht alles verloren haben. Schöner Blink-In halt vom Centaur. Aber der zweite Blink-In war da ein bisschen unnötig. Meanwhile, Lycan holt einen Tower. Hat halt schön Top-Lane gegangen und Tower geholt. Rotations geforced und direkt Bottom und versucht die T2 zu nehmen. So dieses typische, wir haben hier, dann machen wir hier oben ein bisschen Action, die müssen hochlaufen und in der Zeit direkt gleichzeitig hier runtergegangen. Schöne Entscheidungen hier von Apple. Allerdings hat er jetzt schon wieder einen Creep mitnist, also das darf halt nicht passieren, das ist noch nicht bei 100 CS. Und das, wir haben schon 10 Minuten und noch keine 100, das ist schlimm, schlimm, schlimm. 3500 Gold, das dürfte bald ein direktes Necro 1 werden. Vielleicht spart das Necro 2. Rotations kommen hier von der AA. Was nicht so super ist. Zack. Und holt die anderen weg. Schön gesehen, auch kein Deny-Attempt. Aber andererseits gegen so eine Power vom Lycan kann man schwierig denyen. Glyphe war auch nicht online. Konnte er nicht echten. Von nur einem Clap. Aber schnell, die Fischer war da und hat da Schlimmeres verhindert. Anchor Smash gestohlen, ja gut, die Ravage hätte nicht bekommen. Alter Tant hat da schön den Anchor Smash gemacht. Gute Entscheidung von ihm. Jupp, oh, ja stimmt, sie haben Vision da oben. 4 Sekunden dann, okay, Felion, ich glaube. Oh, da fehlt tatsächlich der Damage. 8 Leben, ganz knapp. Stunt den Death Prophet. Und sollte ein Kill sein mit dem Feuer. Versuche ein bisschen hochzubotteln. Oh, Jukes. Und Dr. Shape kommt weg. Schön gejukt. Jetzt muss Wobster aufpassen in der Mitte. Lycan ist zwar da. Schöner Block. Und Damage reicht. Zack. Fast 2 Leute vom Lycan bekommen. Stun auf den Rubik. Der freut sich darüber nicht. Eisblast ist da. Eisblast sollte jetzt gleich reinkommen. Wenn er noch mal benutzt. Eisblast auf keinen. Das war nicht so gut. Lycan wurde noch gecatcht. Stun, kein Mana für Stun. Haben sie Glück gehabt. Schöner Clap. Und Counter Initiation. Direkt den Earthshaker gekillt. Reicht der Damage hier dafür? Ah, er reicht nicht. Und der Rest läuft weg. Das war nicht so toll für Gank und Spank. Da hier ist. Oh, Necro 3 ist gekauft. Meine Güte, okay. Ja, der Lycan ist sehr fett. Und dieses Mal so ein bisschen umgedreht. Also gegen den Spank fehlen so ein bisschen die Items da, um zu initiaten. Also klar, der Titan hat halt noch nichts. Der Earthshaker hat fast seinen Blink. Aber hier Amlet, naja, Sange, ist ja doch noch nicht fertig. Da fehlen ein bisschen die Items, um den Sustain zu haben. Und SD hat halt die Items. Blink of Sand, Blink of Brewmaster. Agas ist fertig. Okay, Agas ist am Brewmaster fertig. Und ja, Lycan hat halt auch alles. Ich glaube, Ruby kann jetzt schon fast anfangen zu sparen auf dem Link. Und der Lich hat das Mecha in jetzt fertig. Nachdem er sich den Kill gesnackt hat hier. Hat dann das Mecha fertig. Ja, es sieht sehr gut aus für SD in diesem Spiel. Tatsächlich aber nicht unbedingt wegen dem Lycan, sondern weil die Laning Stage wesentlich besser als Spiel 2 funktioniert. Ups, ey, da wollte sie nicht sein. Hat dann schön Ward und haben ihn dadurch gesehen. Kann man nicht wissen. War halt dumm gelaufen für die AA. So. SD brennt noch ein bisschen in der Mitte. Schaut, ob sie da was wollen. Oder ob nur Supports-Level bekommen.
Rubik hat gerade keinen Zauber. Will vielleicht hier vom Tidehunter den Ecker-Smash bekommen. Aber ist vielleicht nicht so richtig sinnvoll. Hat jetzt sogar einen Gash bekommen. Schön gemacht, beziehungsweise glücklich gemacht, wie auch immer. Gash ist da doch wesentlich sinnvoller für den Rubik als ein Ecker-Smash. Und Lightning sneakt sich Roshan. Keine Vision, oder? Ah doch. Ja, sollten sie gesehen haben. Sollten sie? Scheint nicht so. Es war knapp, aber es war knapp, sie sollten es aber nicht gesehen haben. Und spätestens. Na, okay, ja. Jetzt stehen sie. Lilly stand da lang genug rum, um den Indikator zu geben. Okay, das ist Rosh. Mit dem Howl. Es ist jetzt auch relativ klar, dass es ist. Zack. Radiant und Lycan. Und ja, gut zu spät. Gegen Spring sollten da nicht unbedingt contesten. Nachdem sie es ein bisschen spät gesehen haben. Gesehen konnten. Und es nicht irgendwie gerochen haben, hatten sie da ihr Fenster verpasst. Huge. Dann geht auf den nächsten Tower. Nekros gepoppt. Easy. Außerdem, okay, ja. Das Egg ist dafür benutzt. Jetzt müssen sie aber auch reingehen. Allerdings. Es wirft auf den Brewmaster ein bisschen mit weg. Entspannt, ja, sie wollen weiterhin darauf. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Da müssen sie aufpassen. Ups, das war ein bisschen zu kurz gelegt. Tidehunter versucht hier die Ravage zu machen. Ja, macht hier Ravage. Und okay, hat den Ecker-Smash gemacht. Das bringt nichts. Nicht, und hier kommt jetzt raus. Schön, aber es. Oh, RNG. Geht leider auf die Creep Wave zurück. Zwei Bounces immerhin auf die Death Prophet. Ups, okay. Ah, oh, doch noch rausbekommen. Den Split rausbekommen. Zack, die Death Prophet ist auch noch tot mit dem Stun. Mehr sollten sie dafür nicht bekommen. Aber da ist immer der Tower, der Lightning kam gerade so weg. Rubik für einen Offlaner und einen Death Prophet bekommen. Passender Trade für SD an der Stelle hier. Oh, okay. Ich sehe gerade, Brewmaster hat sich dafür entschieden, die Mana-Boots zu behalten. Kann ich ihn so ein bisschen verstehen. Das stimmt. Aber. War jetzt auch nicht nötig. Vielleicht hat er sich gesagt, okay, ich disassemble die Mana Boots, wenn wir irgendwo in einem Teamfight ist, wo ich unbedingt meine Agas brauche. Aber da das halt nicht der Fall war, konnte man einfach ein bisschen länger farmen und dann hat man halt auch beides. Eine gute Entscheidung, da jetzt Boots of Travel auf Brewmaster nicht unbedingt nötig sind. Ja. Tranquil sowieso nicht. Und ja. Ist für Face Boots auch ein bisschen spätes. Ja, und für Travel auch ein bisschen früh. Gut, gescoutet wird hier. Double Damage. Weiß nicht, wird gefragt, ob gepickt wird. Lycan ist zu weit weg. Brewmaster ist auch weit weg. Mal gucken, ob das der Licht holt und dann ein bisschen. Ja, Licht holt sich den und vielleicht kriegt er ein, zwei Kills und gesnackt. Aber sollte nicht. 150 Last Hits nach 22 Minuten. Doppelt, also exakt, ja. Naja, nicht ganz. Nach 6 Last Hits hat er exakt. Nee, Quatsch, jetzt, genau. Er hat mehr als. Also, er hat genauso viele wie die beiden Farmer auf der Seite von Gangspank zusammen. Und zwar literally. Fetter Farm, muss man sagen. Center hat die Pipe fertig. Rubik hat bald seinen Blink Dagger. Und den nächsten Nekros für dich. Brewmasters nächstes Item wird. Weiß ich nicht, Refresher vielleicht sein. Ups, Rundeslin muss hier aufpassen. Wollte blinken, kam zu spät. Sollte hier kein Ulti werden. Ja, stirbt einfach. War knapp, aber die Ward hier zahlt sich aus für Gentons Bank. Und da haben sie ihn gefunden und tot bekommen. Immerhin für 300 Gold. Jo. Immerhin, die Supports haben jetzt die Mana Boots und Earthshaker den Blinkdagger, was aber auch schon, glaube ich, ein bisschen länger her ist. Ja, Tentanter versucht es irgendwann mal auf den Blinkdagger zu kommen, da fehlt aber noch 1000 Gold für. Death Prophets. Ja, es ist fast. Ja, fehlen noch irgendwie 300 Gold für das Oils. Und so gut, dass der Chaos Knight hat seinen Sage fertig und 1700 Gold, was vielleicht ein Amulet sein wird. Oder was anderes. Mal schauen. Whoops. Da gehe ich doch nicht hin als Chaos Knight. Das ist ein Train, aus drei Helden herkommt, die mal kurz die Action snacken.
Thunderbeast, der kann sich Spinner schön daneben stellen. Und noch ein paar Stick Charges abholen. Allerdings muss jetzt das D aufpassen. Gegen Spank, glaube ich, versucht es jetzt mal mit. Sie wissen, dass sie da sind. Und ein Smoke runter. Und direkt rein, zack. Das Ulti, Ravage, schön alles getroffen. Wunderbar executed von Gang Spank hier. AA Ulti perfekt getroffen. Schöner Blink Echoes. Und dann die Ravage, um dass das AA Ulti durchkommt. Schön executed für Gang Spank. Alles möglich durch diesen Ward hier. Der in der zurzeitigen Stage of the Game extrem wichtig ist und ihn quasi einen Kill bekommen hat, einen Kill verhindert hat, eben durch den Chaos Knight und jetzt zwei Kills bekommen hat. Hat sich doch ausgezahlt. Und sie versuchen sich in der Mitte. Death Prophet Ulti ist da. 14 zu 7, ein Kill ist noch nicht so weit zurück. In den Graphen 20.000 Gold. 15k XP, die aber auch jetzt weiter runtergeht. So, versuchen sie mal die ganzen Pressure. Ups, Lycan ist dann ein bisschen zu weit alleine vor. Das war nicht so gut für sie. Allerdings ist jetzt Chaos Knight so weit, dass er da vielleicht gesnackt wird von den Wölfen. Okay, Lycan bekommt den Kill noch hin. Rubik hat immer noch nichts gestealt. Muss jetzt hier aufpassen. Die Fischer versperrt den Path und er sagt, okay, ich gehe woanders hin. Also ist der Fischer gestohlen. Was sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich als sehr, sehr wichtig. Ups, was macht der Titan da hier? Er sollte hier aufpassen. Wird hier auch abgecleant. Blinkdagger für Rubik ist jetzt wieder da. Wird mal gucken, ob sie jetzt hier weitermachen wollen. Ja, wollen sie, aber noch nicht so ganz krass, wie ich jetzt gedacht hatte. Okay. Okay, what? Ja, Rubik sollte jetzt hier schnell blinken. Stun, stun, stun. Ah, okay. Hätten sie den Earthshaker noch bekommen können. Durch die Fischer. Na gut, man muss jetzt nicht auch so extrem krass aggressiv sein. Das reicht ja so. Aber Brewmaster Ulti ist raus. Für die Death Prophet benutzt. Dann müssen sie jetzt hier Highground pushen. Oder müssen sie ja nicht. Lightning Boots of Travel. Gott, BKB Boots of Travel. Nico 3. Krass, wie die Leute hier fahren. Alles ist draußen und du siehst, oh, was für ein Damage es auf dem Tor einfach gibt. Krasse Scheiße. Die Fischer hat nichts getroffen. Okay. Na gut. Komm vor. Sag mal gucken, ob sie reingehen. 10 Sekunden wäre welches, würden sie wahrscheinlich mal gerne abwarten. 3 Sekunden ist dann, das reicht auch für den Freeze. Aber Follow-up fehlt so ein bisschen. Schöne Fischer hier von Rubik. So, ein schönes X hier. Ja, Ulti ist gezogen. Die Death Prophet kommt nicht schnell genug weg. Aber den Rubik kriegen sie noch. Ravage ist raus. Oh, schöner Echo Slam. Aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Ja, es reicht nicht ganz. Schade für den Earthshaker, das war ein richtig schöner. Schöner Echo Storm. Also dann ist hier raus. Die Frage ist, ob es reicht. Anchor Smash. Hit. Ah, es reicht nicht ganz. Oh, wieder juckt, wieder juckt. Oh, und dann kommt noch der eine Hit natürlich. Der eine Hit mit dem 200 Damage, den der Lycan doch nicht so ganz gesehen hatte. Dann kriegen sie ihn doch noch auf. Vielleicht sollte es dir jetzt doch nicht overextenden. Die haben jetzt Rex bekommen. Range Rex, dafür bleiben sie auch nicht ganz. Und ja, Pause. Pause, Pause. Alles durcheinander. Ein sehr, sehr langer Teamfight hier. Die wichtigsten Sachen waren zum einen die Fischer hier, die also alle ausgesehen haben. Dann, ja. Dass der Lycan nicht gestorben ist, war relativ egal erstmal, ja. Aber zum einen, dass sich der Fight halt nach hier verzogen hat, während hier halt Rex genommen werden konnte. Aber wichtig. Failure and resume the game. Ups. Das war wohl nicht gewollt. So, Item-wise, ja. Wir haben jetzt noch einen Blink auf den Titan doch noch bekommen. Relativ wichtig dafür. Der Lich hat noch keine Item-Progression. Hat auch kein Gold. Kauft dafür halt wahrscheinlich Wards. So. Ja, Center Warrunner holt sich doch eine Blade Mail. Was, ja, ganz gut für den Chaos Knight sein kann. Aber meistens wird man dafür gestunt vorher. Und daher weiß ich nicht, ob das so viel bringen wird. Ansonsten, was ist noch passiert? Death Prophet hat immer noch nicht ihr Lloyds bekommen. Musste buybacken, glaube ich. Ich in Aberration versucht es mit dem Agar. Wird aber wahrscheinlich nicht ganz so fertig werden in den nächsten 10 Minuten. CK hat
Okay, das nächste Sand dann fertig. Okay. Ah ne, Quatsch, disassembled, glaub. Nee, hä? Recipe für das zweite Sand, das stackt doch nicht. Also ja, es bringt gut. Es bringt ein paar Stats, aber. Oder das Mame. Zweimal Mame Chance wahrscheinlich. Ja gut, genauso wie zweimal Dings. Ja, es ist ja kein. Genau, es ist halt eine Chance. Ist damit wie ein Daedalus mit Crit-Chance und die stacken natürlich, ist ja kein Orb. Active, Passive. Das ist ein Passive. Mal gerade gucken. Daedalus. Daedalus, Passive. Okay, ja gut, okay. Stacked also, okay. Lycan ist bei 2200 Gold, obwohl er gestorben ist. Und wird das nächste Item. Ja. Was wird er als nächstes Item holen? Hard, wahrscheinlich ein Hard. Gerade auch hier gucken. Wobster sollte. Hat einen Gash drauf, einen frischen Gash. Von daher könnte er wahrscheinlich down gehen. Sollte zumindest. Besonders auch, weil der Chaos Knight gerade rein blinkt. Na gut. Auf jeden Fall generell sieht es natürlich mit der kaputten Rex gut aus für SD. Ich würde jetzt ja gerne sagen, wie Gengs Bank ist noch drin. Aber ja, es sieht schon sehr, sehr schlecht aus für Gengs Bank. Mit der verlorenen Rex mit so einem fetten Lycan. Hat zwar in der letzten Zeit gezeigt, dass er doch noch relativ stark relativ schnell down geht. Allerdings, ja. Im Farm sieht Net Worth mal gerade aufmachen. Ja, oh Gott. Ja, 10.000 mehr Net Worth als der Chaos Knight. Und ja, 13.000 mehr Net Worth als der Krobelus. Einzig allein der Chaos Knight kann sich halt noch oben halten. Der Rest ist, ja, SD komplett vorne. Wenn der Ruhig mehr Farm hat als die Death Prophet, das zeigt schon einiges. Die hat immer noch nicht geholzert. 0,7, ja. Von daher sieht es halt von den Heroes her relativ schlecht für Gengs Bank aus. Wir werden sehen, ob sie, was sie dann noch dagegen halten können. Und auch wollen. Schluck auf. Aber zum Glück muss ich ja gerade nicht reden. Ha. Aber trotzdem. Caster muss immer reden. Sobald man 5 Sekunden nicht redet, verliert man Viewer. Weil ich jetzt auch gerade ultra viel Viewer habe. Ohne Livestream. Und ohne Broadcaster. Spectators haben wir hier 2. 2 Spectators. Das ist Falda von EGL, wahrscheinlich, der noch zuguckt. Okay. Hallo Falda. Der wird sich auch gucken, okay, mit EGL, das letzte Mal hatten sie dagegen gefightet. Tatsächlich hat EGL das erste Game gewonnen und das zweite Game gegen den Chaos Knight verloren. Jetzt sieht es halt umgekehrt aus. Aber ja, gut. Es ist halt mal wieder Lycan ist durchgekommen und Lycan zerstört Teams. Man kann halt schon gegen ihn gewinnen. Aber das, ja, auf, ich würde mal fast sagen, auf dem Spielniveau hier ist Lycan doch ein sehr starker Vorteil für ein Team. Besonders wenn er auf einer Trailer Free Farm bekommt. Wenn er, ja, prinzipiell ist halt, wie man gegen Lycan gewinnen kann, ist ihn halt, ja, klein zu halten, aggressiv zu gehen. Aber es ist halt auch schwer möglich. Hier mit Tide, AA und Dingens, Chaos Knight hätte man aggressiv gehen können. Ja, allerdings gegen Lich und Rubik. Gegen Lich ist halt, ja, aber trotzdem. Hätten sie prinzipiell im Farm ein bisschen zurückgelegen. Aber ja, einen Lich, einen Lycan und einen Rubik sollte man eigentlich mit einer AA und einem CK down bekommen. Ja, sie sehen tatsächlich gut aus. Schöne Banner hier. Wie gesetzt sind den SD-Banner. Doch, die sehen auch schön aus. Was wollt ihr denn? So ausgefranst. Ja, das liegt aber daran, dass es Dire ist. Tja, okay. Läuft wohl nicht so gut. Wohl Probleme mit seinem Laptop. Mal schauen, ob es was ergibt. Aber so wie ich jetzt hier höre,
scheinen die Jungs wohl ausgeben zu müssen. Dumm gelaufen, objektiv betrachtet, macht's aber auch nicht mehr so den Unterschied, muss man dazu sagen. Starkes Spiel auf jeden Fall von SD hier. Ein bisschen antiklimatisches Ende. Aber, tja. Ja. Bla bla bla, ja, ja, ja. Muss man sehen. Schauen Sie uns das jetzt an. MacBook Air hat kein Kabel. Ja doch, oder? Brauchst du einen Adapter kaufen für so 1000 Euro oder so. Ja, was haben wir denn hier noch so? Gold pro Minute, Like in 600. Okay. Ja, Networth haben wir schon gesehen. Köln Gold. Langweilig. XP pro Minute. So, da. XP pro Minute ist relativ viel. Ja, schauen wir mal gerade, ob es da sollte sterben hier. Ups. Okay, oh Mann, das war knapp. Na gut. Okay. Das war das Spiel. Schönes Ding gegen Gank and Spank in der Joint Dota League Season 3. Tjo, Lycan hat das Spiel gerockt. TLDR. So kann man es leider ausdrücken. Death Prophet, ja, nee, warte, ja. Tidehunter hat sehr, relativ wenig gemacht, wurde sehr stark, sehr weit draußen gehalten. Das bedenkt 8 Minuten, 0 Last Hits und Level 3, ist schon krass. Schön gespielt hier für SD und haben dann doch das 1-1 rausgezogen. Gut. Ja, ach, mein Gott. Es ist immer so schnell, beim Broadcast rausgeht. Okay, ja, ich war, jetzt ist es so ein DE, wie ihr in meinem Kanal wahrscheinlich auch sehen könnt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.